Lesson 10, Section 53, page 113. Type 2 verbs used as finite verbs. Notice the prefix split off and put at the end of the sentence. Ich lade meine Freunde für Sonnabend ein. Er schlägt ein kaltes Mittagessen mit Brot, Käse und Wein vor. Ich helfe bei den Vorbereitungen für die Konferenz nicht mit. But if a type 1 verb is used, the prefix is inseparable. Ich empfinde gar kein Mitleid mit dieser Frau. Section 54, page 114. Zu plus en Form. Er hofft, morgen zu kommen. Wir versuchen, ein neues Haus zu finden. Ich habe vor, meine Freunde für Sonnabend einzuladen. Er wird immer zögern, mir seine Sorgen zu erzählen. Ich habe neulich versucht, den Chef für Montag einzuladen. Ich werde meine Mutter bitten, uns ein Picknick vorzubereiten. Der Arzt hat mich überredet, wegen des Handgelenks zum Orthopäden zu gehen. Section 55, page 116. Expressing purpose. Er wird mich morgen besuchen, um mir seine Sorgen zu erzählen. Ich bin zur Chefsekretärin gegangen, um den Chef für Montag einzuladen. Ich werde etwas Aufschnitt kaufen, um uns ein Picknick vorzubereiten. Ich muss besonders früh aufstehen, um wegen des Handgelenks zum Orthopäden zu gehen. Um den Chef für Montag einzuladen, bin ich zur Chefsekretärin gegangen. Um mir seine Sorgen zu erzählen, wird er mich morgen besuchen. Section 56, page 117. Ich kann kein Picknick vorbereiten, ohne etwas Aufschnitt zu kaufen. Er wird mich morgen besuchen, statt mir seine Sorgen am Telefon zu erzählen. Section 57, page 118. The obverse process. Das Haus wird in diesen Tagen eingerichtet. Ich werde oft mitten in der Nacht angerufen. Die Dias werden von meinem Vater gezeigt. Jetzt werden die Dias gezeigt. Dem Gast werden die Dias gezeigt. Paragraph B, page 119. Heute Abend wird gesungen. Or, es wird heute Abend gesungen. Jetzt wird schnell gegessen. Or, es wird jetzt schnell gegessen. Den Kindern wird jetzt verziehen. Or, es wird den Kindern jetzt verziehen. Den Studenten wird sehr geholfen. Or, es wird den Studenten sehr geholfen. Wir werden nächste Woche in Französisch geprüft. Vocabulary, pages 123 and 124. Die Freundin. Die Freundin. Girlfriend. Die Silvesterfahrt. Die Silvesterfahrt. New Year's Eve trip. Der Winterprospekt. Der Winterprospekt. Winter brochure. Anbieten. Anbieten. To offer. Preiswert. Preiswert. Reasonably priced. Das Allgäu. Das Allgäu. Mountainous area in southern Bavaria. Der Preis. Der Preis. Price. Reichhaltig. Reichhaltig. Varied. Der Ausflug. Der Ausflug. Excursion. Die Abendveranstaltung. Die Abendveranstaltung. Evening Entertainment, Event. Das Neujahrsfrühstück. Das Neujahrsfrühstück. New Year's Day Breakfast. Der Sonderpreis. Der Sonderpreis. Special Price. Die Unterkunft. Die Unterkunft. Accommodation. Das Doppelzimmer. Das Doppelzimmer. Double Room. Das Einzelzimmer. Das Einzelzimmer. Single Room. Das Silvesterfestessen. Das Silvesterfestessen. New Year's Eve Banquet. Die Skimöglichkeit.
Die Skimöglichkeit. Opportunity for skiing. Hin und zurück. Hin und zurück. There and back. That is return of a journey. Sorgen für. Sorgen für. To see to. Die Übernachtung. Die Übernachtung. Overnight stay. Der Hinweg. Der Hinweg. Outward journey. Das Gleiche. Das Gleiche. The same. Die Rückfahrt. Die Rückfahrt. Return journey. Unterwegs. Unterwegs. On the way. Genügend. Genügend. Sufficiently. Anhalten. Anhalten. To stop, pull up. Jeweils. Jeweils. Each time. Einnehmen. Einnehmen. To eat, take, consume. Die Erfrischung. Die Erfrischung. Refreshment. Der Gasthof. Der Gasthof. Inn. Der Löwe. Der Löwe. Lion. Unterbringen. Unterbringen. To accommodate. Der Grundpreis. Der Grundpreis. Basic price. Enthalten. Enthalten. To contain, include. Die Dusche. Die Dusche. Schau. Der Zuschlag. Der Zuschlag. Additional charge. Nicht in Frage kommen. Nicht in Frage kommen. To be out of the question. Die Veranstaltung. Die Veranstaltung. Item of entertainment. Event. Einbegriffen. Einbegriffen. Included. Der Geschmack. Der Geschmack. Taste. Tagsüber. Tagsüber. During the daytime. Tanzen. Tanzen. To dance. Gesellig. Gesellig. Sociable. Das Beisammensein. Das Beisammensein. Being with other people. Der Gesellschaftsraum. Der Gesellschaftsraum. Lounge. Genießen. Genießen. To enjoy. Die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Opportunity. Das Skifahren. Das Skifahren. Skiing. Das Festessen. Das Festessen. Banquet. Der Tanz. Der Tanz. Dance. Veranstalten. Veranstalten. To arrange, put on. Nach Wunsch. Nach Wunsch. As required, to order. Das Feuerwerk. Das Feuerwerk. Fireworks. Loslassen. Loslassen. To set off. Das Sektfrühstück. Das Sektfrühstück. Champagne breakfast. Klingen. Klingen. To sound. Beschränken. Beschränken. To limit. Anstrengend. Anstrengend. Energetic. Strenuous. Der Teilnehmer. Der Teilnehmer. Participant. Die Leute. Die Leute. People. Das Gegenteil.
Das Gegenteil. Opposite. Die Gruppe. Die Gruppe. Group. Die goldene Hochzeit. Die goldene Hochzeit. Golden Wedding. Feiern. Feiern. To celebrate. Besprechen. Besprechen. To discuss. Talk over. Conversation, page 124. Inquiring at a coach tour company about a short New Year holiday. Meine Freundin und ich sind daran interessiert, eine Silvesterfahrt zu machen. Gut. Ich zeige Ihnen unseren Winterprospekt. Wir bieten dieses Jahr eine sehr preiswerte Fahrt mit Luxusbus nach Oberstdorf im Allgäu an. 7 Tage vom 28. Dezember bis zum 3. Januar inklusiv. Mhm. 7 Tage Silvesterfahrt mit Luxusbus ins Allgäu. 5 Nächte in Oberstdorf. Reichhaltiges Programm mit Ausflügen, Abendveranstaltungen und Neujahrssektfrühstück. Sonderpreis 950 Mark. Unterkunft in Doppelzimmern. Einzelzimmer 50 Mark extra. Silvesterfestessen 25 Mark extra. Skimöglichkeiten. Was wird da alles für den Preis angeboten? Ja, da ist erstmal die Fahrt hin und zurück im Luxusbus. Für alles wird gesorgt. Eine Übernachtung in einem netten Hotel auf dem Hinweg und das gleiche auf der Rückfahrt. Wie wird unterwegs gegessen? Es wird natürlich genügend oft angehalten. Und das Mittagessen wird jeweils während einer längeren Pause in einem Gasthof eingenommen. Andere Erfrischungen werden im Bus serviert. Ja, und in Oberstdorf selbst wird man im Gasthof zum Löwen untergebracht. Der Grundpreis enthält die Unterbringung in Doppelzimmern mit Dusche und Toilette. Aber es werden auch Einzelzimmer angeboten für einen Zuschlag von 50 Mark. Aber das kommt für Sie wohl nicht in Frage. Was für Veranstaltungen sind im Preis einbegriffen? Für jeden Geschmack wird gesorgt. Tagsüber werden 3 kleinere Ausflüge gemacht und jeden Abend wird getanzt oder man kann das gesellige Beisammensein in der Bar oder im Gesellschaftsraum genießen. Es gibt auch Möglichkeiten zum Skifahren, aber das muss extra bezahlt werden. Und zu Silvester und am Neujahrstag selbst? Silvester gibt es Tanz. Und um 11 Uhr wird eine besondere Show veranstaltet. Silvester wird auch um 8 Uhr ein Festessen nach Wunsch serviert für einen Zuschlag von 25 Mark. Um Mitternacht wird dann das Feuerwerk losgelassen. Am 1. Januar wird ab 9 Uhr ein Sektfrühstück eingenommen. Das klingt alles sehr schön. Und sind noch Plätze frei? Ja, wir haben noch 6 Plätze frei. Wir mussten die Zahl der Teilnehmer wegen der Größe unseres Busses auf 30 beschränken. Bei solch einem anstrengenden Programm sind die anderen Teilnehmer doch bestimmt alles junge Leute. Oh nein, ganz im Gegenteil. 16 der Teilnehmer fahren als Gruppe, um Silvester eine goldene Hochzeit zu feiern. Oh, das muss ich doch noch mal mit meiner Freundin besprechen. Lesson 11, Section 60, page 128. Quantifiers and Identifiers. Before any type of noun. Ich bin in derselben Gruppe wie du. Ich habe das gleiche Kleid wie du gekauft. Die ganze Arbeit hat er alleine geschafft. Meine ganzen Bücher sind nass geworden. Before uncountable nouns. Für wenig Geld. Mit etwas Salz. Vor einiger Zeit. Mit einem bisschen Papier. Mit einem Tropfen Öl. Wir haben genug Wein. Bei viel Arbeit. Bei allem guten Willen. Trotz allen Komforts. Wegen all der Unruhe. Before singular countable nouns. Heute kommt irgendein Vertreter von der Versicherung. Heute kommt noch ein Vertreter von der Versicherung. Heute kommt ein anderer Vertreter von der Versicherung. Before plural countable nouns. Von einem paar alten Schuhen.
Wegen der beiden Damen. Mit beiden Händen. Vor ein paar Wochen. Für einige gute Freunde. Für mehrere gute Freunde. Für viele gute Freunde. Für alle guten Freunde. Section 61. Converting adjectives into nouns. Page 131. Die Stunde soll mit etwas Einfachem anfangen. Alles war ruhig. Nichts Wesentliches ist geschehen. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. In allem Praktischen war er der Klassenbeste. Section 62, page 132. Attached sentences. Der Arzt sagt, ich soll nur Fisch oder mageres Fleisch essen. Ich soll nur Fisch oder mageres Fleisch essen, sagt der Arzt. Es gibt auch Möglichkeiten zum Skifahren, aber das muss extra bezahlt werden. Er schickt keinen Brief, sondern er will mit mir persönlich sprechen. Er kann mir nicht böse sein, denn er hat selbst Schuld daran. Section 63, page 134. Joiners affecting word sequence in the attached sentence. Ich bringe meinen Sohn, der nach Berlin fährt, zum Bahnhof. Das Fleisch, das auf dem Tisch liegt, kannst du für den Hund nehmen. Mein Chef, für den ich seit 10 Jahren arbeite, ist sehr unsympathisch. Wir haben den Urlaub, den wir auf Zypern verbracht haben, ganz toll gefunden. Meine Schwiegertochter, der ich gestern Blumen geschenkt habe, hat sie zum Blumengeschäft zurückgebracht. Der Verwandte, bei dem ich wohne, ist wie ein Vater zu mir. Hans, dessen Frau aus Ägypten kommt, lernt Chinesisch. Die Frau, deren Auto falsch geparkt ist, versucht mit dem Polizisten zu flirten. Die Fehler, über die ich gerade lache, sind eigentlich überhaupt nicht witzig. Die Fehler, worüber ich gerade lache, sind eigentlich überhaupt nicht witzig. Dass wir heute Abend kein Essen im Haus haben, ist nicht meine Schuld. Oh. Es ist nicht meine Schuld, dass wir heute Abend kein Essen im Haus haben. Kannst du mir sagen, ob er morgen kommt? Wann er morgen aufsteht, ist vollkommen egal. Oh. Es ist vollkommen egal, wann er morgen aufsteht. Weißt du zufällig, wessen Regenschirm hier liegt? Ich bin froh darüber, dass er endlich zu Hause ist. Wir sind dafür, dass das Licht ausgemacht wird. Mein Vater ist dagegen, dass ich den Führerschein mache. Ich bestehe darauf, dass er sofort bezahlt. Er ist damit einverstanden, dass sie den Führerschein macht. Meine Entscheidung hängt davon ab, ob der Versuch gelingt. Paragraph C, page 137. Prepositional joiners. Bis 5 Uhr. Bis er kommt. Während des Konzerts. Während das Orchester spielt. Nach dem Essen. Nachdem wir gegessen haben. Vor Weihnachten. Bevor wir anfangen. Wegen des schlechten Wetters. Weil das Wetter schlecht ist. Trotz meiner Erkältung. Obwohl ich erkältet bin. So das und damit. Page 138. Ich habe meinen Hausschlüssel verloren, so dass ich nicht ins Haus komme. Er hat das Schloss ausgetauscht, damit ich mit meinem Hausschlüssel nicht ins Haus komme. Ohne das und statt das. Ich kann kaum anfangen zu lesen, ohne dass mich eins der Kinder stört. Meine Eltern haben mir den Englischkurs bezahlt, statt dass ich mein eigenes Geld dafür nehmen musste. Section 64, page 139. Reflexive pronoun. Wir kaufen uns für nächsten Sommer einen Wohnwagen. Du siehst furchtbar müde aus. Du musst dich mehr schonen. Meine Eltern haben mir den Brief nicht gegeben,
sondern ihn für sich behalten. Mein Bruder hat sich einen neuen Sportwagen angeschafft. Wenn Sie sich nicht etwas mehr schonen, machen Sie sich kaputt. Weil wir im selben Alter sind, haben wir uns sofort geduzt. Er hat nicht genug Geld bei sich. Jetzt haben Sie Ihren besten Freund gegen sich. Probier diesen Kuchen. Ich habe ihn selbst gemacht. Section 65, page 141. Reflexive Verbs. Paragraph A. Während mein Bruder sich wäscht, ziehe ich mich an. Während sich mein Bruder wäscht, ziehe ich mich an. Paragraph B. Er bittet seine Mutter nicht um Geld, weil er sich geniert. Er findet die Ferien langweilig, denn er interessiert sich für nichts. Ich gratuliere. Ich freue mich sehr über Ihren Erfolg. Ich wundere mich, dass du bei so schönem Wetter im Haus bleibst. Paragraph C, page 142. Der Junge ist noch so klein. Ich habe ihn mir größer vorgestellt. Ich habe Hunger. Ich freue mich sehr auf das Essen. Paragraph D, page 143. Ich muss Sie leider stören. Es handelt sich um Ihren Sohn. Bei der Silvesterfahrt handelt es sich um eine 7-Tages-Tour. Im Allgäu lebt es sich sehr angenehm. Vocabulary, page 143. Der Fehler. Der Fehler. Fault. Sich beschweren. Sich beschweren. To complain. Erscheinen. Erscheinen. To appear. Der Kassenbon. Der Kassenbon. Till receipt. Der Kauf. Der Kauf. Buying. Purchase. Die Reklamation. Die Reklamation. Complaint. Here implying replacement or refund. Der Aufkleber. Der Aufkleber. Sticker. Der Anfang. Der Anfang. Beginning. Pfeifen. Pfeifen. To whistle. Der Pfeifton. Der Pfeifton. Whistling. Auftauchen. Auftauchen. To turn up. Appear. Das Tonband. Das Tonband. Audio tape. Der Ton. Der Ton. Sound. Sich anhören. Sich anhören. To sound. Das Gerät. Das Gerät. Piece of equipment. Überhaupt. Überhaupt. Here, actually. Die Ordnung. Die Ordnung. Order. Einwandfrei. Einwandfrei. Perfect. Genau. Genau. Precisely. For certain. Versuchen. Versuchen. To try. Allerdings. Allerdings. Though, mind you. Ersetzen. Ersetzen. To refund. Das Exemplar. Das Exemplar. Copy. Vorrätig. Vorrätig. In stock. Bestellen. Bestellen. To order. Sich anhören. Sich anhören. To listen to. Reichen. Reichen. To hand. Sich vertun. Sich vertun. To make a mistake, slip up. Conversation, page 144. A young customer returns an apparently faulty audio cassette to the shop. Ja, bitteschön. Guten Tag. Ich habe mir vorgestern bei Ihnen eine Kassette mit Popmusik gekauft, die leider einige Fehler hat. Da die Kassette ziemlich teuer war, wollte ich mich jetzt beschweren.
Um was für eine Kassette handelt es sich denn? Es ist das neueste Konzert von den Twentops, das gerade erst erschienen ist. Darf ich mal den Kassenbon sehen, den Sie beim Kauf bekommen haben? Denn ohne Bon gibt es keine Reklamation. Ah, das Dumme ist, dass ich den Bon einfach nicht finden kann. Aber Sie sehen, der Aufkleber mit dem Preis befindet sich noch auf der Kassette. Ja, aber trotzdem. Also, um welche Fehler handelt es sich denn? Also, am Anfang gibt es einen hohen Pfeifton, der immer wieder auftaucht. Und dann hat das Tonband Stellen, wo man überhaupt nichts hört. Und wenn mal die Musik da ist, liegt das Ganze viel zu hoch im Ton. Das hört sich nicht gut an. Aber ist Ihr Gerät denn überhaupt in Ordnung? Oh ja, das Gerät ist einwandfrei. Das weiß ich ganz genau, weil mein Bruder, der Musik studiert, seine Kassetten gespielt hat, nachdem ich es mit dieser versucht habe. Na gut, ich kann allerdings kein Geld ersetzen, sondern Ihnen nur ein neues Exemplar derselben Kassette geben, wenn wir sie noch vorrätig haben. Sonst muss ich sie bestellen. Aber erst muss ich mir selbst die Kassette anhören. Bitteschön. Aber das ist doch kein Twentops-Konzert, sondern das Klarinettenquintett von Mozart. Oh, da muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe mich vertan. Ich habe die falsche mitgebracht.